Jasper präsentiert. Färbeanlagen zum Färben in überkritischem CO2. Die Firma Jasper stellt seit mehr als 30 Jahren Textilveredelungsanlagen und die dazugehörige Peripherie wie Farbküchen, automatische Dosierungsanlagen, Spulen und Flockepressen etc. her, die ein hohes technisches Niveau haben und als richtungsweisend bezeichnet werden können. Als vor wenigen Jahren die Entwicklung des Deutschen Textilforschungszentrums unter der Leitung von Professor Schollmeier auf dem Sektor des wasserlosen Färbens in überkritischem CO2 bekannt wurde, hat sich die Firma Jasper spontan bereit erklärt, die erforderlichen Anlagen für diese Technik zu entwickeln und zu bauen. Jasper ist bisher weltweit die einzige Firma, die diesen Risikoschritt gewagt hat. Diese Entscheidung wurde von folgenden Faktoren positiv beeinflusst. Die allgemeine Entwicklung in der Textilindustrie und die ständig steigenden staatlichen Auflagen mit der daraus folgenden Kostensteigerung machten die Entwicklung einer umweltfreundlichen Verfahrenstechnik erforderlich. Die Laborergebnisse im Deutschen Textilforschungszentrum waren positiv, sodass die Entwicklung von Technikums- und Produktionsanlagen und der damit verbundene Entwicklungsaufwand für ein Scale-up als überschaubar eingeschätzt werden konnte. Hochdruckextraktionsanlagen werden seit mehr als 20 Jahren im großtechnischen Maßstab in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, sodass diese Anlagen und die erforderlichen Autoklaven bis zu 20 Kubikmeter Fassungsvermögen eine bekannte Technik darstellen. Die bisher gelieferten CO2-Färbeanlagen bauen auf Erfahrungen aus diesem Industriezweig auf. Last but not least, die Zusage der Ciba Geigy, diese Entwicklung mit zu unterstützen und den chemischen bzw. farbtechnischen Teil zu übernehmen. Bei der Entwicklung der ersten Pilotanlagen für das Färben in überkritischem CO2 konnte sich das Team der Jasper GmbH auf die eigenen Erfahrungen im Apparatebau von Textilveredelungsmaschinen stützen. Eine dieser Anlagen möchten wir im Detail vorstellen. Die Anlagen sind aufgrund der speziellen Verfahrensweise für das Färben in überkritischem CO2 für einen Betriebsdruck von 300 Bar und für eine Betriebstemperatur bis zu 150 Grad Celsius ausgelegt. Wie bereits angedeutet, konnten wir bei der Entwicklung der Anlagen auf viele Teile zurückgreifen, die in der Lebensmittelindustrie seit vielen Jahren bei Hochdruckextraktionsanlagen eingesetzt und in der Praxis erprobt sind. Dazu gehören unter anderem auch die automatischen Ventile in der Anlage. Ebenso auf dem Markt verfügbar waren die Zuführpumpen, die in der Lage sein müssen, innerhalb kürzester Zeit die Anlagen bis zu dem bereits erwähnten Betriebsdruck von 300 Bar mit CO2 aufzufüllen. Dabei wird das CO2 aus einem Vorratstank als Flüssigkeit abgepumpt und mit Hilfe dieser Pumpe auf den gewünschten Betriebsdruck komprimiert. Eines der wichtigsten Elemente an einer Färbeanlage ist der Färbebehälter mit seinem Schnellverschluss, da hier eine einfache Bedienung bei gleichzeitig hohem Sicherheitsstandard gefordert ist. Der hier dargestellte Vorgang zeigt die einfache Bedienung und die Sicherheitselemente, die ein Öffnen unter Druck mehrfach absichern. Das Einbringen und Fixieren der Textilien erfolgt in gleicher Weise, wie Sie es von konventionellen Färbeanlagen kennen. Das Schließen des Deckels ist ebenso einfach wie das Öffnen. Aufgrund der großen Wandstärken und des hohen Gewichts wird das Handling des Deckels durch pneumatische Zylinder unterstützt. Durch mehrere Sensoren wird sichergestellt, dass eine Druckbeaufschlagung erst bei geschlossenem Deckel erfolgen kann. Auch das Einschleusen des Farbstoffes erfolgt ähnlich wie bei konventionellen Anlagen. Allerdings musste hierfür bei den CO2-Anlagen ein spezieller Behälter mit einem eigens für die Farbstoffeinschleusung entwickelten Farbstoffträger konstruiert werden. Obwohl dieser Farbstoffzusatzbehälter nur ein geringes Volumen hat, werden auch an diesen Schnellverschluss besondere Sicherheitsanforderungen gestellt. Auch hier ist eine Absicherung gegen unzulässiges Öffnen des Deckels vorgesehen. Mit einer Handlingshilfe wird der Farbstoffträger entnommen. Hier sehen Sie den Farbstoffträger mit dem bereits eingefüllten Farbstoffpulver. In umgekehrter Reihenfolge wird der Farbstoffträger wieder in den Behälter gesetzt und der Deckel des Behälters geschlossen. Der Färbeprozess kann gestartet werden. Besonderer Entwicklungsaufwand musste bei Mikroprozessorsteuerung geleistet werden,
Da sich diese mit der Steuerung eines konventionellen Färberapparates wegen der speziellen Verfahrensweise in überkritischem CO2 nicht vergleichen lässt. Unter anderem muss ständig die Dichte des CO2 anhand der Parameter Druck und Temperatur ermittelt werden. Auch der Färbeprogrammaufbau unterscheidet sich von dem eines konventionellen Apparates, da beim Färben mit CO2 noch mehr Prozessdaten geregelt und überwacht werden müssen. Ein Blick in das Innere des Schaltschrankes zeigt die übersichtliche und exakte Anordnung der einzelnen Elemente. Während des laufenden Prozesses kann die Farbstofflösung im überkritischen CO2 an Sichtzellen beobachtet und bei Installation eines Spektrometers auch gemessen werden. Besonderer Entwicklungsaufwand war für das Herzstück der CO2-Anlage, der Zirkulationspumpe, erforderlich. Wie sich bei den umfangreichen Färbeversuchen herausstellte, werden an die Zirkulation des überkritischen CO2 und an die homogene Durchströmung durch das Textilgut hohe Anforderungen gestellt, da hiervon der Transport des Farbstoffes abhängt. Aus diesem Grunde ist auch eine exakte Messung des CO2-Stromes und die Regelung der Pumpenleistung erforderlich. Die bisher erzielten Färbeergebnisse mit Textilien der unterschiedlichsten Aufmachungsformen wie Garne, Bändern oder auch Fliese und Stückware auf den Pilotanlagen sind vielversprechend. Die ökologischen wie auch ökonomischen Vorteile dieser Technik, wie auch die Tatsache, dass weitere Anwendungsgebiete wie etwa die Extraktion von Fetten, Spinnölen etc. oder auch Imprägnierverfahren mit dieser Technik abzudecken sind, eröffnen ein breites Anwendungsspektrum. Wir als Maschinenhersteller sind so weit, dass wir Anlagen mit einem Inhalt bis zu 1000 Litern anbieten können. Nach den bisherigen Erfahrungen sind wir neben unseren Partnern sicher, dass mit der Entwicklung der Anlagen für das Färben in überkritischem CO2 der richtige Weg beschritten wurde.